Hallo liebe Filmfreunde, hier ist der Folge 86 mit der lieben Katharina. Der lieben Katharina mal wieder. Und ihr seht schon, der Zombie-Bibel ist mit da und ein Steelbook, zumindest ein Film, den wir euch jetzt gerne reviewen möchten. Und zwar, das geht um den Film Flag of Our Fathers. Ein Kriegsfilm, zumindest ein Kriegsdrama von Clint Eastwood mit sehr vielen bekannten Schauspielern auch dabei. Und der Film geht 132 Minuten. Und also ich persönlich finde den Film richtig klasse. Also mir gefällt er richtig gut. Aber hier meine liebe Dame nebendran, die hat da ein bisschen Zing gemacht. Aber ihr wisst ja, auch wir haben ab und zu mal auch einen verschiedenen Geschmack. Wie auch bei Mockingjay, ne? Das hatten wir ja gesehen. Da war auch unsere Meinung sehr unterschiedlich. Das gibt's auch. Aber nichtsdestotrotz wollen wir trotzdem mal dieses Review jetzt über diesen Film machen. Ich will mal ein bisschen kurz die Handlung erzählen. Der Film spielt im Zweiten Weltkrieg, 1944 ungefähr, ist 1944, und zwar die Amerikaner versuchen Iwo Jima einzunehmen, wo 12.000 Japaner eben auf dieser Insel sitzen und halt eben Japan halt eben verteidigen wollen. Und über 70.000 Mann von den Amis versuchen eben diese Insel zu stürmen. Problem ist bloß, dass halt die Japaner sehr gut organisiert sind und ja auch viele Tunnel gegraben haben, die auch im Vietnamkrieg schon mal erwähnt wurde. Ne? Und deswegen ist ein schwerer Kampf für die Amis gewesen. Und da ja auch der Krieg schon fast zu Ende war und die USA schon fast bankrott war, weil sie kein Geld mehr bekommen haben für Kriegsmaschinerie, brauchten die ein Symbol der Freiheit und der Tapferkeit. Und dann wurde ein Foto gemacht von 6 Soldaten. Und dieses Foto sieht nämlich so aus, wo nämlich 6 amerikanische Soldaten nämlich die Flagge hissen auf den Berg von Iwo Jima. Und das wurde dann auch dann der Wandel im Krieg sein, dass die Amerikaner neuen Mut gefasst haben. Und diese 6 Soldaten, wo auf dem Bild drauf sind, wurden dann wieder in die USA zurückgeschickt und sollten dort als Helden der Nation die Kriegsmaschine wieder antreiben, dass wir der Kriegsanleihen gekauft haben von den ganzen Großköpfern und damit sie halt wieder viel Geld einnehmen können, damit auch der Krieg weitergeht. Und diese Geschichte von diesem Film geht eigentlich um diese 3 Soldaten, die eigentlich überlebt haben. Und der eine akzeptiert es eigentlich ganz gut, der stellt sich auch als Held. Und die anderen beiden, die sehen es halt eher schon so, dass eigentlich alles nur Geldmacherei ist. Und es geht auch ihnen ziemlich nahe, weil die haben so viel erlebt in dem Krieg. Und jetzt halt werden sie hier behandelt wie die Götter. Und ihre Kameraden im Krieg werden noch niedergeschossen und können nichts dagegen tun. Deswegen ist für mich dieser Film eigentlich kein Kriegsfilm, sondern mehr ein Kriegsdrama. Denn es gibt bloß kurze Zwischensequenzen oder Rückblenden eben zum Krieg von diesen 3 Soldaten. Was sie alles erlebt haben, was sie mitgekriegt haben und was halt ihnen im Kopf hängen geblieben ist. Dieses ganze Dramatische wird immer extrem speziell gezeigt. Und deswegen ist dieser Film für mich sehr bewegend. Denn es sollte eben auch um Heldenmut und Tapferkeit mit dem Film auch gehen. Dass halt eben die Soldaten im Krieg halt weiterhin ihr Leben verlieren und die halt in den USA halt bleiben halt eben dort und werden halt hier hochgelobt. Dieser Film finde ich absolut klasse gemacht, gefällt mir richtig gut, vor allem auch diese Rückblenden. Und ich finde den Film sehr sehenswert, er ist nicht der beste Kriegsfilm, gebe ich offen und ehrlich zu. Da ist Soldat James Ryan oder Full Metal Jacket, gefällt mir auch ein bisschen besser. Aber trotzdem ist dieser Film trotzdem seine Daseinsberechtigung und deswegen ist der auch richtig, richtig gut. Schaut euch auf jeden Fall an. Jetzt habe ich viel genug gesagt, meine liebe Frau, die ist nämlich so still, nämlich. Es hat seinen Grund. Es hat nämlich auch seinen Grund, wie ich auch bei Mockingjay so ruhig war. Und das werdet ihr jetzt von ihr erfahren, warum sie so still ist. Also ich bin so still gewesen, weil erstmal der Stefan den Film viel besser erklären kann als ich. Und weil ich den zweitens lang nicht so gut finde wie er. Also ich finde ihn auch gut. Der bringt den Mut und die Tapferkeit gut rüber, die Soldaten haben. Aber ja, irgendwie gefällt mir die Story, die war halt so, ich weiß, aber man hätte es besser erzählen können. Aber vielleicht ist es auch einfach kein Film für mich persönlich, kann ja auch sein.
Obwohl ich sonst mein andere Kriegsfilme schon gern mag. Ja, aber ich schaue es auch schon mit Kriegsfilmen an. Der kriegt jetzt von mir 5 und 10. Ja. 5 von 10. Ja, also man kann ihn angucken, aber. Muss man nicht. Muss man nicht. Also für mich kriegt er auf jeden Fall 7,5 von 10. Wie gesagt, er ist der beste Kriegsfilm. Er ist auch für mich kein Kriegsfilm, eher ein Kriegsdrama. Und, aber trotzdem, es wird eigentlich richtig schön erklärt. Und die 132 Minuten vergingen für mich persönlich eigentlich sehr schnell, der hätte ein bisschen länger gehen können. Hat sich gezogen. Aber für ihn hat sich Mockingjay gezogen. Genau, also von daher. Geschmäcker sind halt auch bei uns nicht immer gleich. Das kennen wir eigentlich überhaupt nicht. Sonst geben wir immer fast immer dieselbe Wertung ab. Auf jeden Fall. Ne? Aber na gut. Es kommt ja auch noch Letters from Iwo Jima in unseren DVD-Player rein. Und da werden wir auch eine Review machen. Vielleicht fällt dir der besser. Gucken. Der ist ja. Entschuldigung. Okay, wir haben schon 23 Uhr. Weil wir haben den Film jetzt angeguckt und jetzt, nachdem der Film so lang gegangen ist, dachte mal, machen wir schnell die Review und dann geht es ihm mal schön ins Bett. Damit es immer gleich frisch ist für euch. Genau. Frisch auf den Tisch. Ja, damit wollen wir euch gar nicht länger belästigen. Wie gesagt, 7,5, 5 Punkte von 10. Ist ein sehr durchschnittliches Votum für uns. Ja. Aber wie gesagt, macht euer eigenes Bild, wie euch der Film gefällt. Und es gibt auch welche, die den Film auch richtig gut feiern. Und schreibt uns in die Kommentare, ob euch der Film gefällt. Und ob die Wertung für euch auch so ist, wie wir sie denken. Und auf jeden Fall, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss mit lustig. Ne? Und bis zum nächsten Mal, euer Vorhersteller 80 mit der lieben Katharina bei Reviews. Und bis zum nächsten Mal. Ach, wir haben was vergessen. Mit Zuma? Was? Wenn ich wüsste, was wir vergessen haben, würde ich sagen, abonnieren könnt ihr uns hier. Ihr könnt uns gerne hier und abonnieren. Wo ist 82? Ich bin hier nicht dabei. Sie ist immer mal dabei. Bei jedem Review ist sie jetzt mal dabei. Obwohl ich manchmal nicht so viel zu sagen habe wie heute. Und auch nicht oft gern Lust hat, das zu machen. Aber für euch macht es natürlich sehr gern. Na, natürlich. Nur für euch. Dann eigentlich möchte sie mich gerne ins Bett. Geh mal hoffentlich ehrlich zu. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Viel Spaß mit unseren Videos und bis zum nächsten Mal, euer Feuer 86. Ciao, ciao. Ciao, ciao.